Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Heute mit einem wirklich sehr interessanten Video, auf das ich mich auch sehr freue und sehr gespannt bin, wenn man sich meine Haare anschaut. Also die sind auf jeden Fall schon wieder ziemlich lang geworden, um ehrlich zu sein. Ne? Deswegen gehen wir heute zum Friseur. Aber ihr kennt mich, wir gehen natürlich nicht zu irgendeinem Friseur, sondern wir gehen zum schlechtesten Friseur, den es hier gibt, in der Stadt Köln. Kurze Frage, hast du das nicht schon mal gemacht? Ja, richtig, guter Einwand von der Seite. Also Leute, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe das schon mal gemacht. Das hieß, glaube ich, 1 Stern oder 1,5 Sterne Friseur aus Köln so irgendwie. Und dort wurden meine Haare geschnitten. Das Problem war nur, dieser Laden hatte auf so einer Internetseite, ich glaube Yelp nennt sich das, kennt ihr wahrscheinlich, diese extrem schlechte Bewertung von 1,5 Sternen. Das Ding ist aber, ich meine, die meisten Leute bewerten halt einfach auf Google und dort sind dann auch die meisten Bewertungen. Und dort hatte dieser Friseurladen halt eine ziemlich gute Bewertung. Das heißt, das war total widersprüchlich und eher so ein Zufall, dass er dort so schlecht bewertet war. Stand auch in den Kommentaren. Und ich war da ja auch an sich mit meiner Frisur zufrieden, auch wenn viele in den Kommentaren geschrieben haben, Alex, das sieht wirklich nicht gut aus. Leute, deswegen heute mit einem neuen Friseur, neues Glück und da bin ich wirklich mal gespannt. Der hat jetzt innerhalb von 2-3 Monaten 5 Ein-Sterne-Bewertungen kassiert. Die schauen wir uns mal an. Insgesamt ist das Ding mit 2 Sternen bewertet und ja, da geht's gleich hin. Ich hoffe mal, man braucht da keinen Termin. Ja, Leute, das ist der wundervolle Laden. Wir haben hier auch, also den Namen finde ich allein schon so irgendwie sehr seriös. Klingt das nicht, aber muss ich immer wieder sagen, ich möchte hier keinem was Böses, deswegen zensiere ich das bei diesen schlechten Videos. Ja, das Lustige ist, ich wollte auch schon anrufen. Man findet keine Telefonnummer im Internet. Man findet nicht mal eine Internetseite. Das heißt, wenn ich hier auf Website klicke, kommt einfach das. Also diese Seite gibt es gar nicht mehr. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal die letzten 4 Bewertungen an. So, die Jasmin schreibt, Achtung, Lockvogelangebot. Ausgeschildert mit 17 Euro für Waschen und Schneiden und dann bekommt man eine Pflege aufgeschwatzt. Waschen, Schneiden, Pflege für 24 Euro. Aber die Pflege ist nur eine Haarkur, die nach dem Waschen ins Haar getan wird. Blablabla, Abzocke, ungerechtfertigt 7 Euro. Okay. Den hier fand ich auch krass, leider bin ich zu diesem Friseur gegangen, es hieß die Spitzenschneiden und die Dame hat mir einfach 20 cm meiner Haare abgeschnitten. Ich hatte sehr lange und gesunde Haare, jetzt sind sie sehr kurz und das Färben hat meine Haare zerstört. Nachher hast du eine Glatze. Naja, Juli, irgendwie bist du auch selber schuld, ne? Vielleicht sollte man fürs Haarefärben dann schon eher einen Friseur auswählen, wo man weiß, dass die Qualität auch wirklich gut ist. Leider komplett enttäuscht, Mitarbeiter total desinteressiert, bla bla bla. Also, das ist alles wirklich nicht gut jetzt hier, was hier steht. Deswegen würde ich sagen, wir labern gar nicht lange. Das sind meine Haare, zeige ich euch gleich auch nochmal von der Seite und von hinten. Und wir fahren da einfach mal hin. Ganz wichtig vielleicht vorweg, für die Leute, die vom Dorf kommen, so wie ich eigentlich auch, oder Kleinstadt, sagen wir es mal so. Wenn ich bei mir zu Hause die Haare schneide, kostet das 15 bis 17 Euro. In Köln ist das immer ein bisschen teurer. Ich habe hier in Köln auch schon mal 30 bezahlt für einfach nur Schneiden bei Jungs oder Männern. Fand ich schon viel, deswegen bin ich mal gespannt, wie teuer es hier wird. Und ja, let's go. So Leute, also ich bin fast da. Mal wieder in der Stadt, also ist ziemlich stadtnah, ziemlich zentral das Ganze. Also ich denke mal, ist so ein Laden, der sich darauf spezialisiert hat, einfach Kunde rein, raus, ohne Termin, Haare schneiden, raus, rein, so. Ja. Kennt man ja, ne? Genau, genau. Und dann testen wir den Laden mal. Ich bin gespannt und ich hoffe, die kriegen irgendwas Vernünftiges hin mit meinen Haaren. Ich bin erstens nicht der anspruchsvollste Kunde und zweitens, ich glaube, so schwierig ist das auch nicht, einmal ein bisschen die Seiten zu kürzen, oben ein bisschen kürzer. Ja, also, bis gleich. Leute, jetzt muss ich hier durch den Regen laufen. Ich denke mir mal so, ja, ein Stück kannst du ja auch laufen. Jetzt muss ich einfach 1,5 Kilometer laufen. Geil. So Leute, ich bin sofort da. Waschen? Ruhig mit waschen. Kannst du waschen? Einmal an den Seiten einfach so auf 8 mm. Mhm. Und oben einfach ein bisschen kürzer und so ein bisschen die Fülle raus. Mhm. Ja, das war's schon. Eine Cola? Aber ich schneide nicht nur Wasser. Ja, dann Wasser, ja, mhm. Wasser reicht auch. Thank you.
Ja, gerne ein bisschen Wachs oder so. Wie viel? 15. Schön. Noch 17. Schönen Tag, ciao. Ja, Leute, das war's auch schon. Also ich muss sagen, ich war noch nie so... muss ich euch gleich mal erzählen, Alter. Leute, das Ding ist ja nämlich, ich filme ja immer durchgehend das Ganze und das Video geht jetzt erst 15 Minuten. Ich habe schon so ungefähr 2 Minuten vor. Also die hat mir maximal 8 Minuten die Haare geschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube, mein Nacken ist übelst rot. Junge, die hat mit ihrem Kamm, also ich erzähle das gleich nochmal ausführlich, die hat mit ihrem Kamm da drüber boah, Alter, das hatte ich noch nie. Also absolut keinen Bock. Aber ich finde, ich sehe eigentlich ganz gut aus, oder? Also das hat sie eigentlich ganz gut hinbekommen, um ehrlich zu sein. Nur wie die das gemacht hat, Digga, da bin ich echt nicht drauf klargekommen. So Leute, da bin ich wieder im Auto. Ja, so sehen meine Haare gerade aus. Ich würde mal sagen, wir machen mal schnell einen Vorher-Nachher-Vergleich, den ich euch jetzt mal kurz zeige. Dann könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja, let's go. Ansonsten, also ich muss wirklich sagen, das war der schnellste Friseurbesuch meines Lebens. Ich habe das ja wie gesagt durchgehend mit dem Handy aufgenommen. Ich habe gerade mal geguckt, ich war etwas über 8 Minuten in dem Laden, länger nicht. Also die kann maximal 7,5 Minuten, eher weniger, meine Haare geschnitten haben. Also ich finde, sie hat es relativ akkurat gemacht, um ehrlich zu sein. Mir ist jetzt kein Fehler aufgefallen, noch nicht. Nur die hat das in einem Tempo gemacht, das habe ich noch nie gesehen. Und vor allem auch so null mit, okay, ich habe eigentlich Bock, Leuten die Haare zu schneiden. Ich habe euch das ja eben schon gezeigt. Ich weiß nicht, ob es immer noch rot ist hier hinten. Natürlich kann es mal vorkommen, dass nach dem Friseurbesuch irgendwie es rote Stellen gibt, weil da ja dieser Rasierer drüber gegangen ist. Aber so extrem hatte ich das wirklich noch nie. Also es tat wirklich weh, wo sie mit dem Kamm halt über meine Kopfhaut. Das Ganze hat mich sogar nur 15 Euro gekostet. Mit Waschen, habt ihr am Anfang gehört. Also sie hat auch am Anfang meine Haare gewaschen. Ich dachte so, okay, das kostet jetzt wahrscheinlich schon mal 7 Euro. Weil normalerweise ist das so. Stand ja auch in den Bewertungen. Gut, kommt dann auch auf den Friseursalon an. Vorne hing so ein Schild, da stand drauf, waschen, schneiden und Wachs für 18 Euro. Deswegen dachte ich halt, dass ich dann 18 Euro bezahle. Ich musste 15 Euro bezahlen. Ich weiß nicht, warum das so war, aber... hat mich auf jeden Fall gefreut. Also ganz normal, der Preis absolut in Ordnung. Das Ergebnis finde ich eigentlich auch in Ordnung. Das Einzige, was halt absolut schlecht ist, war der Service, weil die sehr unfreundlich war, um ehrlich zu sein. Also sie kam mir wirklich unfreundlich rüber und dass sie überhaupt keinen Bock darauf hat. Der Laden war ja auch komplett leer, bis auf mich und noch so einen anderen Typen. Wären die vielleicht ein bisschen freundlicher, könnte ich mir vorstellen, dass der Laden gut wäre, weil der hat auch eine echt gute Lage. Naja, das kann man nie so wirklich verstehen. Wir fahren jetzt nach Hause und jetzt muss ich erstmal was essen. Bis dann.